Hallo, ihr wollt bei eurer PlayStation 5 den Konsolenspeicher erweitern, ihr wisst aber nicht, welchen Speicherriegel ihr braucht oder was ein Heatsink ist, dann bleibt dran. Hier werde ich euch erklären, wie ihr euren Speicher mit dem Heatsink in die PlayStation 5 einbaut. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu Jans Technik-Channel mit dem Motto Technik für daheim. Heute geht es um das Thema Speichererweiterung bei der PlayStation 5. Von Haus aus ist nur 1 TB verbaut, das ist ein bisschen wenig. Daher hat zum Glück Sony die Möglichkeit uns gegeben, den internen Speicher zu erweitern. Alles, was man dazu braucht, ist ein Speicherriegel und ein Heatsink. Gehen wir kurz auf die Anforderungen des Speichers ein. Nicht jeder Speicher ist nutzbar, von dem her gibt Sony folgende Vorgaben vor. Laut Sony gibt es folgende Voraussetzungen für einen Speicher, auf dem auch PS5-Spiele abgespielt werden können. Der Speicher muss eine M.2 SSD mit PCIe 4.0 sein. Die PS5 unterstützt eine Kapazität des Speichers zwischen 250 GB und 4 TB. Als Format des Speichers wird 2230, 2240, 2260, 2280 oder 22110 unterstützt. Als Schnelligkeit gibt Sony 5500 Megabit pro Sekunde oder mehr an. Hier würde ich euch auch wirklich die 5500 als Minimalwert empfehlen, da sonst eure Spiele einfach langsamer werden. Anschlusstyp muss Nummer 3 bzw. Schlüssel M sein. Noch ein Wort zum Thema Heatsink. Im Internet stehen viele Informationen darüber, ob man Heatsinks braucht oder nicht. Ich habe ganz klar für mich die Entscheidung getroffen. Ein Heatsink macht auf jeden Fall Sinn. Wenn der Speicher nämlich zu heiß wird, dann regelt dieser sich zum Selbstschutz herunter. Das bedeutet, eure Spiele werden langsamer. Ein Heatsink ist nichts anderes wie ein Kühler, der einfach die Wärme besser abgibt von dem Chip. Und außerdem, er kostet ungefähr 15 € im Gegensatz zu dem, was ein Speicher kostet. Ein Witz, also da sollte man wirklich nicht dran sparen. Gehen wir nun an das Öffnen der PS5. Wir müssen den weißen Deckel der PS5 entfernen. Der richtige Deckel ist auf der Seite, auf der sich das Laufwerk befindet. Man muss die PS5 also auf den Kopf hinlegen. Als nächstes müsst ihr diagonal hinten zum Laufwerk die Ecke anheben. Hier mal von einem anderen Blickwinkel. Ihr seht, wie die zwei Plastikeinraster sich anheben. Diese halten den Deckel an der PS5, damit dieser nicht abgeht. Zum Entfernen des Deckels, also die Ecke anheben und den kompletten Deckel herunterschieben. Es geht ganz einfach. Wenn der Deckel unten ist, nehmen wir uns dieses Blech mit der Einschraube vor. Hier müssen wir den Chip einbauen. Das Blech wird mit einer Kreuzschraube gehalten. Diese entfernen wir. Achtet bitte beim Entfernen darauf, dass euch die Schraube nicht in den Lüfter fällt. Entfernt also die Schraube und hebt das Blech an und entfernt dieses. Nun sehen wir also die Anschlussmöglichkeiten. Ihr seht unterschiedliche Löcher: 30, 42, 60, 80, 110. Dies sind die Speichergrößen. Je mehr Speicher, desto größer. Ihr müsst also nun die Schraube bei 110 entfernen, den Ring von dort in das für euer Speicher passendes Loch einlegen. Mein Speicher ist ein 2280, also lege ich diesen in das Loch mit der 80. So, nun packen wir den Speicher aus. Ich habe mich für einen 1 TB Speicher von Crucial entschieden und ein Heatsink-Kit. Der Speicher hat 140 € gekostet, der Heatsink 15. Beide Links zu Amazon sind in der Beschreibung angehängt. Ihr seht, viel ist wirklich nicht enthalten. Der Chip, eine Schraube und eine Anleitung. Legt alles zur Seite. Wir benötigen nur den Speicherchip. Auch die Schraube nutzen wir nicht. Es ist wichtig, dass wir die Schraube, die den Ring bei 110 festgehalten hat, weiterhin benutzen. Bei meinem Chip ist auf der Chip-Oberseite ein Aufkleber des Herstellers angebracht. Dieser lässt sich einfach entfernen, was ich somit tue. Solltet ihr einen Chip haben, bei dem das Entfernen nicht möglich ist, da es zu sehr aufgeklebt ist, könnt ihr den Aufkleber einfach drauf lassen.
Als nächstes packen wir den Heatsink aus und bauen ihn um den Speicherchip. Ein normales Heatsink-Kit besteht aus den Kühlrippen, dem Hinterteil und meist zwei Aufklebern. Sollte hier eine Schraube enthalten sein, so wie bei mir, so legt diese auch gleich weg. Auch diese nutzen wir nicht. Nehmt einen Kleber und klebt diesen auf die Metallschiene. Entfernt nun die Folie an der Innenseite des Aufklebers und drückt den Speicherchip mit der flachen Seite auf diesen angebrachten Kleber der Metallschiene. Achtet darauf, dass der Speicher entsprechend herausschaut, um ihn mit den Anschlüssen noch mit der PS5 verbinden zu können. Klebt nun den zweiten Kleber an die Kühlrippen und setzt diese auf den Speicherstick, sodass sich das Ganze mit der Haltevorrichtung mit der Metallschiene verbindet und sich arretiert. Fertig, ihr habt den Heatsink erfolgreich angebracht. Nehmt nun den Speicher, setzt ihn schräg in die PS5, bis er einrastet und legt ihn dann vorsichtig ab. Er muss jetzt perfekt zu dem Loch passen. Schraubt nun die Schraube in das Loch mit dem darunter liegenden Ring. Setzt nun das Blech auf und schraubt die wunderschöne PS5-Schraube rein. Nun geht es an die Rückinstallation der Abdeckung. Ihr seht die Spitzen der Abdeckung. Diese halten die Abdeckung an der PS5. Und hier sind auch wieder die Halterungen, die wir am Anfang angehoben haben. Ihr setzt also den Deckel von unten an, schiebt ihn leicht hoch, bis die Halter einrasten. Am besten kontrolliert ihr es nochmal, ob diese wirklich in den Löchern stecken. Nun geht es darum zu schauen, ob das Ganze geklappt hat und die PS5 den Speicher erkannt hat. Startet eure PS5. Wenn der Speicher korrekt ist und korrekt eingebaut wurde, kommt eine Meldung, dass die M.2 SSD formatiert werden muss, damit man sie nutzen kann. Wählt also mit eurem Controller M.2 SSD formatieren aus. Alle Daten auf dem Speichermedium werden gelöscht und entsprechend für die PS5 vorbereitet. Nach dem Löschen wird die Lesegeschwindigkeit angezeigt. Diese sollte zu den gekauften bzw. beworbenen Lesegeschwindigkeiten eures Chips passen. Mein 5500 Megabit pro Sekunde Chip hat eine Geschwindigkeit von 5773 Megabit pro Sekunde, passt also. Es wird nochmals eine Meldung angezeigt, dass der Speicherchip formatiert wurde. Änderungen an dem Speicherchip kann man nun also im PS5-Menü unter Einstellungen, Speicher, Installationsort definieren. Dort gehen wir jetzt einfach mal rein. Ihr seht im Speichermenü nun zwei Einträge. Einmal den Konsolenspeicher mit noch 168,8 GB freiem Speicher und den M.2 SSD-Speicher, bei dem noch 1 Terabyte frei sind. Nun verschieben wir einfach mal ein Spiel aus dem Konsolenspeicher in den M.2 SSD-Speicher. Geht auf den Konsolenspeicher, geht rechts auf Spiele und Apps.
Wählt nun ein Spiel aus, welches ihr verschieben möchtet. Ich nehme hier mal als Beispiel das Spiel Cyberpunk 2077 mit 115,7 GB aus. Klickt auf die Optionstaste und wählt nun zu verschiebende Objekte aus. Markiert euer Spiel, ich wie gesagt Cyberpunk 2077, klickt dann auf Verschieben. Bestätigt die Abfrage. Das Spiel wird nun verschoben. Das Ganze geht recht flott. Die 115 GB wurden bei mir innerhalb von 1 Minute und 30 Sekunden verschoben. Wenn wir jetzt auf den Konsolenspeicher schauen, haben wir nun 308 GB frei. Der freie Speicherplatz auf der M2 SSD ist um 115 GB kleiner geworden. Das Spiel wurde also erfolgreich verschoben. Und schon sind wir am Ende unseres Videos angekommen. Ihr habt also erfolgreich den Speicher mit dem Heatsink verbunden, den Speicher in die PS5 eingebaut und in den Betrieb genommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlassen würdet oder aber gleich meinen ganzen Kanal abonnieren würdet. Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal. Macht's gut. Ciao, tschüss, euer Jan von Jans Technik Channel.